Und das dritte dieser arithmetischen Grundgesetze wäre das sogenannte Distributivgesetz. So, oder zu gut Deutsch das sogenannte Verteilungsgesetz. Soweit mal so als Stichpunkt. Ich beginne auch mal mit einem einfachen Beispiel. Ich habe die Aufgabenstellung 5 mal in Klammern 4 plus 7. So. Bei einfachen Zahlen, solange keine Buchstaben, oder wir werden das sehr schnell merken und dann die richtige Bezeichnung verwenden, also wenn keine Variablen vorhanden sind, dann würde man dieses Distributivgesetz gewissermaßen umgehen und zuerst die Summe bilden und dann das Produkt. Aber das Distributivgesetz, auf das ich jetzt hier kommen möchte, würde jetzt davon ausgehen, dass man diese Produkte bildet, also 5 mal 4 plus 5 mal 7. Und da es jetzt hier ja um rationale Zahlen geht, müsste man natürlich hier auch unbedingt die Vorzeichenregeln, die Rechenregeln für rationale Zahlen berücksichtigen. Allgemein könnte man das so angeben, a mal in Klammern b plus c. Und dieses Verteilungsgesetz würde dann bedeuten, ich multipliziere diesen Faktor mit diesen ersten Summanden, das wäre mein erster Schritt. Es ergibt also ab oder a mal b. Und ich multipliziere diesen Faktor mit diesen zweiten Summanden, mein zweiter Schritt, plus a mal c. Das ist also das sogenannte Distributivgesetz oder Verteilungsgesetz für unser Rechnen im Bereich der rationalen Zahlen. Wichtig ist, dass man hier unbedingt auch die Vorzeichenregeln berücksichtigt. Wenn man sich dieses Distributiv einprägt, hat man eigentlich schon ein Stück Vorlauf in Bezug auf das Rechnen mit Variablen, nämlich das ist ja ein Monom, ein eingliedriger Ausdruck. Hier habe ich eine Summe, bestehend aus zwei Summanden. In diesem Fall wäre es ein Binom. Also wenn die Frage hieße, wie müsste ich jetzt ein Monom mit einer solchen Summe multiplizieren, habe ich hier durch diese Pfeile gekennzeichnet eigentlich schon eine Rechenregel vorweggenommen. Und wenn es dir nichts ausmacht, werden wir einfach so ganz heimlich diese Regel auch in den nächsten Aufgabenstellungen, da geht es ganz speziell mal in nächster Stufe um weitere Bereiche der Algebra, also Variablen, Rechnen mit Variablen, Terme, Begriffe der Terme und Gleichungen und Ungleichungen. Und wenn sich so etwas anbietet, erinnere ich mal dran, dann verwenden wir das einfach.